Guten Morgen, meine Liebe, und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Gerade eben kam DHL und hat mir gebracht mein Glossybox für den Mai 2013. Ich habe die schon bereits aus dem Päckchen ausgepackt, aber reingeschaut habe ich noch nicht, weil ich das jetzt hier mit euch zusammen machen möchte. Und zwar, ganz oben auf dem Päckchen war einmal so ein Heft drin. Da steht Inside. Da steht drauf, dass da exklusive Gewinne im Gesamtwert von über 10.000 Euro sind. Ja, das sind halt solche Parfüms abgebildet. Solche Trends, Haarschmuck. Ja, alles, was neu im Sortiment ist, Trend ist. Dann hatte ich einmal Lachen macht schön. Ach so, ja. Das ist so ein Gewinnspiel, wo man teilnehmen könnte. Das müsste ausgefüllt werden und man kann halt was gewinnen. Dann hatte ich einmal drin so ein Zettelchen drin. Da steht drauf, das Sahnehäubchen einer perfekten Hochzeit. Von Brautjungfern über Familie bis hin zu guten Freunden, erste Gäste tragen dazu bei, dass dieser besondere Tag für immer in ihrer Erinnerung bleibt. Feiern Sie die Liebe mit einer außergewöhnlichen Selection von Beauty-Produkten in einer ganz speziellen Box für Sie zusammengestellt. Aha, hört sich interessant an. Dann hatte ich einen Gutschein im Wert von 5 Euro für Zalando drin. Sieht er das nochmal? So, und dann kommen wir mal zu unserer Glossybox. Mal schauen, was da ist. Hier sind nochmal so Zettelchen. Da haben wir einmal Neutrogena. So ein Zettel. Hier unten ist nochmal einmal 1 Euro Gutschein, die man einlösen kann. Hier schaue ich noch nicht mal rein. Da können wir gleich mal reinschauen. Dann habe ich hier nochmal My Glossy Notes. So ein Buch. Da ist, also das ist komplett ganz leer, ist, da steht gar nichts drin und die könnte man halt sehr gut für Notizen gebrauchen oder für Tagebuch. Man könnte das sehr, sehr gut für alles Mögliche verwenden. Die finde ich schon mal gut. Dann machen wir mal Päckchen auf. Da habe ich einmal von Alessandro Hands Up Handpeeling. Sieht so aus. Da sind 50 ml drin. Ich schaue mal auf dem Zettel, ob das Originalprodukt ist. Wenn ja, wie teuer Originalprodukt ist. Genau. Das hier ist ein Originalprodukt. 50 ml kostet 9,95 Euro. Ich bin schon mal froh darüber, dass es eine Handpeeling ist und kein Handcreme, weil so viele Handcreme, wie ich schon jetzt zu Hause habe, kann nicht wahr sein. Dann hätte ich hier einmal von Beunis Menard Toner Lotion drinnen. Und zwar
sind hier 30 Milliliter drin, zeige ich euch mal. Da steht drauf. Ein pflegendes Zusammenspiel aus Quellenwasser, Meereswasser und erlassenen Pflanzenwirkstoffen bereitet ihre Haut auf alle Umwelteinflüsse des Tages vor und macht sie gleichzeitig geschmeidig und zart. Ich würde mal sagen, das hier ist ein Luxusprodukt, weil ich habe hier 30 Milliliter und Originalprodukt wären 160 Milliliter und würde kosten 56 Euro. Dann hätte ich hier noch von Annemarie Börling revitalisierende Augenpads, sofort Effekt. Fältchen und Bienen, ach so, ja. Okay, ich zeige es euch mal. Da sind zwei Stück drin, ne? Und zwar, die macht man unter dem Auge. Das ist sehr gut geeignet für Fältchen und Linien. Das habe ich noch nie ausprobiert. Die werde ich dann im Laufe des Tages auf jeden Fall ausprobieren. Und zwar, das ist kein Originalprodukt. Im Originalprodukt ist in einem Schachtel 6 Stück drin, jeweils immer 2 Stück für rechte und linke Auge. Und würde kosten 24 Euro. Und dann hätte ich hier einmal Lip Blush von Jelly Pompon. Die Farbe steht nicht drauf, oder? Ne, die Farbe steht überhaupt gar nicht drauf. Wie viel da drin ist? Nee. Ich zeig's euch das mal erstmal. So sieht das aus. Hab mir schon letztens noch welche bei DM gekauft. Und so fast in der Farbe habe ich schon mittlerweile 2 Stück zu Hause. Ich bin super, super zufrieden damit. Nur eben, die Marke kenne ich überhaupt gar nicht. Ich habe auch noch nie ausprobiert. Die mache ich mal jetzt drauf. Können wir mal gucken. Ja, also genau meine Farbe. Ich finde die Farbe sehr, sehr toll. Und die klebt auch gar nicht. Riechen tut es auch nicht. Die ich habe, die riecht nach Kirschen oder Erdbeeren, würde ich mal sagen. Die riecht nach gar nichts. Ist auch sehr schön cremig. Trocknet auch nicht aus, glaube ich. Aber nach der Zeit werde ich das ja sehen. Originalprodukt ist 2,5 Gramm und würde kosten 15 Euro. Aber hier drauf habe ich nichts gesehen. Ich schaue mal nochmal nach. Doch, das ist auch 2,5 Gramm. Aber ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Nee. Das ist 2,5 Gramm und würde dann halt kosten 15 Euro. Ich bin damit sehr zufrieden. Und dann ganz zum Schluss hätte ich hier noch einmal von Neutrogena Body Balsam mit Nordic Berry. Ist neu im Sortiment, steht zumindest drauf. Aufbauende Pflege für trockene bis sehr trockene Haut. So sieht das aus. Originalprodukt. Da ist 200
Milliliter drin und würde kosten 3,49 Euro. Und das hier. Und hier sind auch 200 Milliliter drin. Ist also dann auch ein Originalprodukt. Ich werde langsam und langsam heißer. So. Und das wäre es dann auch. Das war mein erstes Video gewesen, was ich euch jetzt so vorgeführt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe noch Abo bei Douglas Box und bei Pinkbox ebenfalls. DM habe ich bis jetzt noch nie gekriegt. Ich hoffe mal, dass ich bald mal diese Chance dafür habe und die auch mal testen darf. Auf jeden Fall werde ich euch alles, was Beauty und Kosmetik und Unboxing betrifft, werde ich euch Video machen und euch das Ganze zeigen, erklären und euch Tipps geben, was man wo kriegen kann und für welchen Preis. So, das wäre es dann schon mal für heute und ich hoffe, ihr habt auch eure Boxen heute erhalten oder im Laufe des Tages kriegen wird und ich bin mal gespannt, was ihr alles so Schönes in eurem Box habt. Dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.